Hi Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy XIV Shadowbringers. Wir gucken uns jetzt die Questreihe für die Bosnia-Südfront an und die Questreihe für die Widerstandswaffen. Dazu bin ich hier schon mal in das Gebiet Gangos gegangen und wir sehen hier ist einmal eine neue Quest aufgetaucht. Und ich glaube, das müsste die sein. Das andere war Rubinfeuer-Quest, ja. Genau, Operation Nesträuber. Hab die mit meinem Main-Character eigentlich schon mal angefangen, aber da gab es leider ein kleines Problem. Und schon haben wir Bosnia Südfront zugänglich gemacht. Ich bin bereit. Ich werde jetzt nicht alles einzelne komplett zeigen. Aber ich versuche das meiste mit reinzubringen. So, erstmal, was ja schon angekündigt wurde, dass man so einen Widerstandsrang hat. Und es gibt halt Gegner, die immer dem Rang entsprechend sind. Das heißt, wenn du Widerstand Rang 1 nur bist, kannst du keinen Widerstand 3 Mob besiegen. Das heißt, du musst erst so ein bisschen Rang 1 Mobs verhauen, questen, whatever, damit du hier ein paar Ränge machst, damit du auch die entsprechenden Gegner dazu besiegen kannst. Es gibt wie Eureka wieder Kommandos, die man benutzen kann. Und wir wollen uns hier natürlich erstmal so ein bisschen einweisen lassen, wie das hier alles läuft. Oh Scheiße, habe ich auch so einen übersprungen. Wir sollen uns erstmal nur so ein bisschen umgucken. Er hat uns ein paar Widerstandskämpfer gerade vorgestellt. Alles komplett nicht wichtig. Denn wir wollen ja hier uns ein bisschen in dem Gebiet umgucken. So, er erzählt uns ein bisschen über das Castrum. Das ist kein Castrum ist, sondern ein altes Gebäude von den Bosnia-Leuten, das halt nur erobert worden ist und sie wollen halt das jetzt zurückerobern. So. Und Mikoto hat noch ein bisschen was zu erzählen und zwar: Der Kristallfokus spielt eine wichtige Rolle bei der Reise in die Erinnerung, aber leider ist seine Energie bei der Erkundung von Zitzgeist komplett aufgebraucht worden. Ich habe aber herausgefunden, dass der Fokuskristall genau wie die Aurazithen aus Ivalis mit Äther aufgeladen werden können. Ja. Soll heißen, wir werden auch irgendwelche Quests bekommen, wo wir wieder irgendwelchen Äther suchen müssen, um das Ding aufzuladen. Also Kuriositäten. Durch das Absolvieren von Scharmützeln und kritischen Gefechten, also die Fates, die hier sind,
und bestimmten Aufträgen an der Bosnia Südfront kannst du Fronterlebnisse genannte Schlüsselgegenstände einsammeln. Nutzt du diese Gegenstände, blablabla. Bereits berichtete Fronterlebnisse kannst du bei der Nachrichtenoffizierin einreichen, um Belohnung zu erhalten. Belohnung? Immer gut. So, der nächste, der noch was von uns möchte, bevor wir endlich los dürfen. Und hier bekommen wir gleich Frontwissen, also die Erfahrung, die man hier braucht, um den Rang zu steigern. Und er hat gleich mal eine kleine Aufgabe für uns. Und zwar sollen wir ein paar Magitech von den Gallia zerstören. Und da wir diesmal nicht erst irgendwann Scheiß machen müssen, sondern sofort mit dem Reittier los können, machen wir das auch. Ihr seht, wir haben hier ein Stufe 1 Monster und wir sind auch Stufe 1, heißt, sollte noch klar gehen. Und ihr seht, hier sind auch Magitech unterwegs, das heißt, es gibt normale Monster und Magitech. So, wir wollen uns natürlich erstmal nur mit so einem Stufe 1 anlegen. Wie sie im Live-Letter schon mal gesagt haben, man kann ab Level 71 rein, wird dann auf Level 80 hochgestuft mit Item Level 430. Und jeder, der höher als 430 hat, wird halt runtergestuft. Auch wenn es nicht geil ist. Und ihr seht schon, erst Stufe 2 und ich hatte schon größere Probleme, den zu besiegen. Und der würde mich da aus den Latschen hauen mit seiner Stufe 3. Ja. Nein, nicht in andere reinrennen, wenn ihr ein Add habt, was euch gleich umhaut. Nicht, dass da die aus der Seen-Aggro bekommen. Nee, weg. Wenn man hier vorne Akku verlieren muss, man halt bis hier unten runter. Ja, hier hinten verliert man die erst. Sehr, sehr schade, dass die wieder so eine weite Range haben, um einen folgen zu können. Hätten sie echt mal anders machen sollen. Welches brauchen wir noch? So ein Lütten. Da ja zwei, drei, die sind gleich tot. Da. Einen kleinen Kanonenläufer. Den da wollen wir. Guck mal hierher.
Okay, und wir haben sogar ein Polykristall bekommen. Und die wird man hier auch brauchen. Ich glaube, das ist sogar extra so gemacht, dass der droppt. Denn ich glaube, mit meinem anderen Char hatte ich den auch, als ich den letzten Gegner besiegt habe, bekommen. So, jetzt hast du gut gemacht. Hey, du kannst den Kristall vielleicht irgendwo hier... Damit kannst du was anfangen. So, er hat mich gleich hier von da vorne gleich zum nächsten Offizier geschickt, da wir 300 Frontwissen bekommen haben und 300 Frontwissen brauchen, um die nächsten Widerstandsrang zu bekommen, gehen wir halt zum Rangsteigern, zum Offizier, sagen Frontwissen einreichen und wir haben den Widerstandsrang 2. Das können wir auch okay gegen Stufe 2er Gegner ankommen. Ihr seht hier, es gibt auch einen Schließkassettenhändler, das heißt, bei den Fates, die man macht, werden auch wieder Schließkassetten droppen, die man halt dann wieder umtauschen kann gegen alles Mögliche. Halt wie in Eureka. Hier, nächste Quest. Und das sind halt wieder die Kommandos, die auch in Eureka existieren. Dazu muss man halt diese Splitter bekommen. Die Splitter bekommt man von Monstern. Diese Polykristalle bekommt man von Magitek. Und das heißt, wir gehen einfach hier so zu einem Monster. Oder lassen es zu uns kommen. Na? Ey! Du hättest ruhig gleich droppen können, du Viech. Und? Perfekt. Haben wir ihn bekommen. Es gibt natürlich verschiedene Arten wieder. Wird es wahrscheinlich irgendwann in den nächsten Tagen wieder eine Map geben, wo du welche Gegner besiegen kannst, damit du welche verschiedenen Splitter bekommst. Ist aber hier erstmal egal, denn wir bekommen gleich drei verschiedene Arten bei der Quest. Er sagt, ja, das ist richtig, Splitter hier, da hast du. Nimm Erfahrung, nimm ein paar mehr Splitter. So. Und diese Splitter, die diese neuen Techniken geben, sind halt von den ehemaligen Leibgardisten. Und diese Splitter wollen wir jetzt hier begutachten lassen. Und da wir davon jetzt ein paar haben, werden wir es einmal durchlaufen lassen. Valum, Vitagar und Manawand. Okay. Ihr seht, es war jetzt Heil- und Defense-Zeug. Jetzt bekommen wir ein paar Buff-Potions und Heiltränke. Und wenn wir die halt begutachtet haben lassen, landen die hier in der Kiste. Und da können wir es erstmal natürlich aussuchen. Ne, wenn wir unten natürlich schön lesen, für welche Klasse die Affinität ist. Das heißt, wenn ihr kein White Mage gelehrter Astrologe seid, braucht ihr den Veteranentrank nicht mitnehmen. Wir können als Dragoon aber den Zaubertrank des Ritters mitnehmen, der uns 80% mehr Verteidigung gibt und 45% mehr Leben.
Kann man nur einmal benutzen. Genau. Was nehmen wir Walum mit für weniger Magieschaden? Dann anwenden. Das Ganze könnt ihr dann Kommandoregister machen. Dann sucht ihr halt aus, auf welchen Slot ihr den haben wollt. Dann geht hier diese Schnellleiste auf. Den Trank setzt ihr direkt ein. Ich glaube, wenn man den Charakter wechselt, die Klasse wechselt, geht der Trank weg. So, ich kann mich jetzt natürlich buffen, wie halt in Eureka. Kennen wir auch schon. So, und die Polykristalle, die wir von den Magitek-Gegnern bekommen, können wir hier hinten eintauschen. Hier kann man einmal 5 Polykristalle abgeben, damit man bevorzugt für eine Gruppe für Fates in die Warteliste mit reinkommt, wenn man möchte. Kann aber auch die Polykristalle einmal gegen andere Splitter-Typen eintauschen. Gegen Emotes. Gegen Hairstyle, gegen ein neues Mount oder gegen 2 Notenrollen. Seht ihr, wie teuer was ist? Das Mount habe ich auf meinem Main-Charakter schon fast. Da habe ich mit einer Gruppe einfach nur Magitek-Dinger abgefarmt. Schon 2 Stunden lang oder so. Kann ich hier. Ach nee, das ist ein normaler, ne? Ja, ist ein normaler Fade. Für die Großen kann man sich ja anmelden, wenn so eine aufploppt. Dann würde hier im Kampfbericht so eine Anmeldungsfenster aufgehen. Macht man auf Teilnehmen und wenn man gut genug ist, wird man mitgenommen. Und wenn alle bereit sind, könnte man sich hinporten lassen sogar. Dann muss man nicht über die ganze Map laufen. Ja, im Großen und Ganzen jetzt müsste ich halt Widerstandsrang 5 haben, damit hier die Quest weitergeht. Ich sag, guck, die Leute kommen da gerade vom Fate alle wieder zurück. Bei den Fates, wie gesagt, bekommt man diese Schließkassetten, wo halt aller möglicher Schrott wieder drin sein kann. Man bekommt auch natürlich XP, wenn man als Level 71er Charakter reingeht, würde man halt auch nochmal XP bekommen. Und natürlich bekommt man auch allergische Steine, wenn man diese Fates macht. So. Also ich müsste noch auf diese 1100 Frontwissen kommen. Von meine 675 auf die 1100, dann würde ich Rang 3 bekommen. So, ja. Schauen wir mal. Immer schön von den höherrangigen Mobs weg. Und jetzt, wo wir halt den Trank haben, wo wir die Magie haben, um uns ein bisschen noch mehr zu buffen. Machen die Gegner halt schon viel, viel weniger Schaden, wenn die denselben Rang haben. Oh, schade. Kein Polykristall gedroppt. Ist auch keine hundertprozentige Chance. Also auf meinem anderen Main-Charakter. Wie gesagt, wir haben 2 Stunden lang nur Magitex gefarmt und
haben diese, was war das jetzt, 150, nee, 180 für das Mount, haben wir halt nicht in diesen 2 Stunden zusammenbekommen, so rare waren die für uns. Also, muss dazu auch sagen, wir hatten verschiedene Widerstandsränge, ich weiß nicht, ob das schlimm ist, wenn einer Widerstandsrang 3 hat und der andere hat Widerstandsrang 8, ob es da irgendwas gibt, das das wieder beeinflusst, ob das wieder so eine Ratio ist, du musst innerhalb von 5 Leveln oder innerhalb von 4 Leveln innerhalb der Gruppe zusammen sein. Weiß man bis jetzt leider noch nicht. Aber ja, wir versuchen es nochmal. Vielleicht bekommen wir nochmal ein Polykristall. Genau so haben wir auch. Also ein Tank, der eine hohe Widerstandsrang hat, pullt halt die ran und die anderen hauen dann drauf. Und wieder kein Kopf. Aber die haben alle schon. Boah, die hauen gut drauf. Hey, meine, was ist das? Böser Tank. Und das weiß ich halt auch nicht, ob, wenn ich mit drauf haue, ob ich denn mit Loot bekomme oder ob ich in der Gruppe sein muss. Ob sie mir den Loot stehlen, wenn sie den Kill machen, wird man alles in den nächsten paar Tagen rausgefunden haben. So, das war dann praktisch so die kleine Einleitung zu der Rossia Südfront. Am besten natürlich, wenn ihr Shadowbringers habt, guckt es euch selber an. Das ist wirklich jetzt nur für die Südfront zu machen, für diesen kleinen Inhalt zum Spielen, ihr könnt euch das Mount erfahren und so weiter. Es ist nichts für die Waffe. Man kann natürlich für die Widerstandswaffe hier reingehen und hier drin was grinden. Aber im Video für die Widerstandswaffe werdet ihr auch sehen, da wird euch gesagt, dass ihr es nicht hier reingehen müsst, sondern auch woanders hingehen könnt und das woanders machen könnt. Ja, das war so eine kleine Übersicht. Wollen wir hinten mit hingehen? Ja, komm. Es ist kein Dings, ne? Es ist kein größerer. Das heißt, dem Rüpel seine Meute. Komm, da gehen wir mit hin. Da bekommen wir Rangerfahrung. Ihr seht auch, da ist irgendwie noch was. Und dann so, wie viele sind eigentlich drinne? Abenteurerliste ist voll. Ja, 72 Mann sind drinne. Und praktisch diese mit diesem Stern, diese Mobs will man halt für diese Widerstandserfahrung halt machen, beziehungsweise dann halt auch die Fates. Am besten natürlich in der Gruppe, nicht so wie ich, aber meine Gruppe hat mir vorhin leider nicht erlaubt, mit aufzunehmen, sonst hätten wir das da schon zeigen können. Die Buffs, ja, die gibt's da. Genau, warum hat der seine Tank-LB gemacht? Hä? Der doch Damage-LB machen können? Mal gucken.
Bekommen wir was? Nein. Zu wenig Damage drauf gemacht. Ah ja. Was bist du? Ach, so ein Elefantenviech. Ja, irgendeiner hat irgendwas getötet und wir haben einen Kristall bekommen. Und was halt hier ist, hier sind immer Monster-Fates, die von Galia angeführt werden, also praktisch so kontrolliert werden. So, einfach dafür, dass wir jetzt raufgehauen haben, wir fast Phantasma Mogri 2 Steine bekommen und 90 Frontfüßen. Ist natürlich jetzt nicht so viel. Ich habe beim anderen Feld schon 300 Frontfüßen so bekommen. Okay. Mal gucken. Die Leute wollen zum nächsten. Gehen wir da noch einmal mit. Wenn wir schon hier sind, dann schauen wir uns das gleich noch mit an. Da geht schon gut ab. Ich vergesse immer, dass man mit Escape nicht absteigt. Nee, hey, ich will auch was. Warum greifst du den an? Nimm doch. Das war mir schon so ein bisschen klar, dass ich. Als Midi triffst du wieder nichts, weil die vorher tot sind. Ich kann nicht wechseln in dem Kampf. Okay, 15. Bist noch unglücklich gelaufen. Aber ja. Und natürlich, umso höher ihr geht, umso stärker werden natürlich auch die Gegner. Oh, das war dann so ein erster kleiner Einblick. Kommen wir hier zurück? Ja. Porten wir einmal gleich zum Lager zurück. So, das war jetzt wirklich eine ganz einfache Erklärung. Und wir nehmen hier noch einmal unsere beiden Polykristalle. Nehmen einmal hier nochmal einen Frontsplitter der Neuhaftigkeit. Und wenn man den hier haben wollen würde, müsste man... Ne, geht. Ich dachte, da steht irgendwas von... Rang 5. Mal schauen. Können wir den jetzt benutzen oder nicht? Vita Hons, okay. Kraulpfoten, ja. Protest. Oh, Protest. Ja, die anderen kann ich jetzt mit Rang 5 mir begutachten lassen. Denn das ist gut zu wissen. Wer natürlich hier sich alles nochmal durchlesen will, gibt es auch einen, der nochmal alles zusammenfasst, was man hier machen kann, wie man was macht. Ja, und ich glaube, zur Bossia-Front werde ich jetzt nichts großartig weitermachen. Es sei denn... Es gibt irgendwie so einen mega coolen, geilen Fate, den man unbedingt mal mitgemacht haben muss, wo es eine coole Belohnung gibt oder sowas. Ansonsten war es das mit meinem Video zu Bossia Front. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao, Leute.